Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von VfR PPL. Heute möchte ich eine neue Videoreihe starten, in der es darum geht, die Flugvorbereitung durchzuführen. In dem heutigen Video beginnen wir einfach mit einem allgemeinen Überblick über die Flugvorbereitung und möchten dann anhand der nächsten Videos einen konkreten Beispielflug vorbereiten. Lasst uns also direkt einfach mal mit den grundlegenden Dingen anfangen. Der erste Punkt ist eigentlich, wofür führen wir die Flugvorbereitung überhaupt durch? Hierfür haben wir eine rechtliche Verpflichtung, nämlich laut der Luftfahrtverordnung haben wir in § 27 Absatz 1 die Pflicht, eine Flugvorbereitung durchzuführen. Aber nicht nur der rechtliche Aspekt ist unglaublich wichtig bei der Flugvorbereitung, sondern auch drei andere Aspekte, die ich hier aufgeführt habe, nämlich einmal die Durchführbarkeit des Fluges, ist der Flug überhaupt durchführbar? Dann die Arbeitserlastung und die Selbstkontrolle auch während des Fluges. Was das alles zu bedeuten hat, das werden wir im Laufe des Videos kennenlernen. Lasst uns aber direkt einfach mal mit dem rechtlichen Rahmen beginnen. § 27 behandelt die Prüfung der Flugvorbereitung und der vorgeschriebenen Ausweise. Dabei ist Absatz 1 Nummer 1 unglaublich oder beziehungsweise der wichtige Punkt dabei, auf Verlangen der für die Wahrnehmung der Luftaufsicht zuständigen Personen oder Stellen hat der Luftfahrzeugführer nachzuweisen, dass er den Flug ordnungsgemäß vorbereitet hat. Ihr seht also, nicht nur unser eigenes Leib und Leben hängt von der Flugvorbereitung ab, sondern auch der rechtliche Aspekt und kann bei einer Prüfung eine satte Strafe geben, wenn ihr den Flug nicht ordnungsgemäß vorbereitet habt. Dann möchte ich einfach mal zu den nächsten Punkten kommen, die ich genannt habe. Einmal die Durchführbarkeit, dann die Arbeitserlastung während des Fluges, als auch die Selbstkontrolle während des Fluges. Was hat das denn eigentlich zu bedeuten? Die Durchführbarkeit, ganz einfach. Es gibt bestimmte Restriktionen eventuell am Flugplatz. Die Start- oder Landebahn ist nicht lang genug für unseren Start- oder Landelauf. Oder der Flugplatz hat einfach gar nicht geöffnet. Also wie ihr seht, es gibt ganz viele verschiedene Punkte, wobei der Flugplatz eine Restriktion für die Durchführbarkeit sein kann. Aber nicht nur der Flugplatz selbst, sondern auch die eigene Flugzeugleistung kann die Restriktion sein. Was passiert, wenn wir einfach für unseren Streckenflug nicht genug Sprit mitnehmen können? Da müssen wir eine Zwischenlandung durchführen oder auch das Gewicht wird überschritten. Wie ihr seht, es gibt ganz viele Punkte. Einen ganz großen Punkt nimmt natürlich auch das Wetter ein. Wenn das Wetter natürlich schlecht ist und wir nach Sichtflug nicht fliegen können, ist die Durchführbarkeit des Fluges selbstverständlich nicht gegeben. Es gibt jedoch aber auch eine große Arbeitsentlastung während des Fluges. Diese Arbeitsentlastung teilt sich einmal auf die Navigationsentlastung ein, als auch mit der Navigationsentlastung einhergehende Vorausplanung des weiteren Flugverlaufs. Die Navigationsentlastung ist natürlich ungemein. Wenn wir uns schon mental auf den Flug vorbereitet haben und wir wissen, wo wir langfliegen müssen, worauf wir achten müssen, an Lufträumen oder an markanten Landschaftsmerkmalen oder Funkfeuern, müssen wir diese Dinge natürlich nicht während des Fluges machen, sondern nur noch kontrollieren und haben dafür Zeit im Cockpit andere Aufgaben wahrzunehmen, wie zum Beispiel die Leistungs- und Spritkontrolle. Und wie ich schon gesagt habe, handelt dieser Punkt auch von der umfassenden Vorausplanung. Von Dingen, die wir bereits erwarten, können wir natürlich nicht mehr überrascht werden. Die Selbstkontrolle des während des Fluges ist natürlich auch ein sehr interessanter Punkt. Wir können einfach kontrollieren, ob der Flug genauso verläuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn nicht, müssen wir einfach Abweichungen an unserer Flugvorbereitung durchführen. Ein weiterer Punkt, der unglaublich wichtig für die Flugvorbereitung ist, ist auch das Zeitmanagement während der Flugvorbereitung, ob man es glaubt oder nicht. Wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass dies ein Zeitstrahl ist mit dem Zeitpunkt des Abfluges, sollten wir ungefähr oder mindestens einen Tag vorher schon mal eine Flugwegkalkulation als auch Leistungsberechnung vornehmen, NOTAMs checken als auch das Wetter checken. Dass wir dann aber nicht einfach nur sitzen bleiben können und damit einfach schon alles getan haben und wir jetzt einfach freudig auf den Abflug warten können. Das ist leider nicht gegeben. Wir sollten nämlich nochmal ungefähr 2 Stunden vor dem geplanten Abflug nochmal das NOTAMs oder nochmal die NOTAMs checken, als auch nochmal das Wetter überprüfen und grundlegende Korrekturen an unserer Flugvorbereitung durchführen.
Dass wir das einfach zeitlich splitten, dass wir erstmal grobe Kalkulationen durchnehmen und diese dann hinterher detailliert nochmal korrigieren, hat einen einfachen Grund. Je näher wir an den Abflug rücken, desto genauer sind natürlich die Daten, die wir bekommen können. Das Wetter wird natürlich umso genauer, je kürzer der prognostizierte Zeithorizont ist. Wir können natürlich 3 Tage vorher schon mal sagen, wie das Wetter ungefähr wird, aber wie das Wetter tatsächlich wird, das sehen wir natürlich auch quasi erstmal kurz vor Abflug. Und der zweite Punkt ist, weswegen wir dann nicht einfach alles direkt vor dem Abflug durchführen, ist der Stresslevel. Je näher wir an den Abflug geraten, desto stressiger wird natürlich das Ganze. Wir stellen uns einfach mal vor, wir möchten 1 Stunde vor Abflug die kompletten Dinge vorbereiten. Wir haben dadurch natürlich präzise Daten gegeben, aber jetzt stellen wir uns vor, wir brauchen doch für eine Kalkulation ein bisschen mehr Zeit oder dann geht uns was total Banales. Der Stift geht zum Beispiel kaputt und wir haben gerade keinen Ersatzstift und dadurch wird dann schon die ganze Zeit ziemlich knapp und das Stresslevel steigt ungemein. Und wir möchten ja während des Fliegens oder vor oder bei der Flugvorbereitung keinen Stress haben, da Stress zu Fehlern animiert. So, wo kriegen wir denn eigentlich unsere ganzen Daten her für die Flugvorbereitung? Dafür habe ich einfach mal diverse Quellen herausgesucht, die grundlegend dazu geeignet sind, einen Sichtflug vorzubereiten. Als erstes natürlich die ICAO-Chart 1 zu 500.000 der deutschen Flugsicherung. Diese VFR-Chart ist, finde ich, ein sehr schöner Kompromiss aus Übersichtlichkeit und Anzahl der Daten, die zur Verfügung stehen. Wir haben natürlich auch viele andere Kartenhersteller, die auch sehr gute Karten machen. Hier müsst ihr einfach mal zu einem Fachhändler gehen und einfach mal schauen, welche Karte euch am meisten zusagt. Auf jeden Fall wird diese Karte für die grundlegende Streckenplanung als auch Höhenplanung für den Flug benötigt. Auf der anderen Seite, unabdingbar für die Planung eines VFR-Flugs, ist natürlich die AIP-VFR. In dieser finden wir dann allgemein Regeln und Verfahren, als auch Informationen zu den an- und abfliegenden Flugplätzen. Weiterer wichtiger Punkt, das DFS-AIS-Portal. Die Verlinkung dazu findet ihr in der Videobeschreibung und es handelt sich um eine Internetseite, auf der ihr das NOTAM-Briefing durchführen könnt. Dadurch erfahrt ihr aktuelle Luftraumänderungen, wie zum Beispiel, was haben wir denn da? Fallschirmsprungbetrieb oder auch restriktierte Lufträume, die zusätzlich hinzukommen, wie zum Beispiel umliegend um Hamburg war jetzt während des G20-Gipfels ein ganz großer, beschränkter Luftraum etabliert worden. Andererseits brauchen wir auch noch Informationen vom Deutschen Wetterdienst, dem DWD. Dieser hat sehr genaue Wetterinformationen für uns und dadurch, dass er auf Fachnutzer spezialisiert ist, haben wir hier eine sehr umfassende Flug- oder eine sehr umfassende Wettervorbereitung für den Flug und können genau die Daten bekommen, die wir als Luftfahrer auch benötigen. Dann brauchen wir selbstverständlich noch das Luftfahrzeughandbuch, denn aus diesem lesen wir die Leistungsdaten heraus für die Berechnung von den Leistungsdaten des Flugzeuges. Und als sonstiges ein ungemein nützliches Tool ist nämlich Google Earth. Google Earth bringt euch nämlich durch die Satellitennavigation bzw. durch die Satellitenbilder eine umfassende Möglichkeit, schon mal Landschaftsmerkmale an bestimmten Flugplätzen zu finden, wo ihr noch nicht wart, als kleines Beispiel. Stellt euch vor, ihr möchtet einen Platz suchen, der eine Graspiste hat und er ist relativ schwer zu finden, aber ihr guckt euch den mal bei Google Maps an oder Google Earth und seht auf einmal auf den Satellitenbildern, der hat eine knallgelbe Lagerhalle. An dieser könnt ihr euch dann orientieren und könnt somit den Flugplatz ohne Probleme finden. Das heißt jedoch nicht, dass die Daten selbstverständlich auf dem neuesten Stand sind. Natürlich kann die Lagerhalle auch umlackiert worden sein, aber so als grundlegende Referenz ist es schon ein sehr nützliches Tool.
Was brauchen wir denn an Material? Hier habe ich das jetzt einfach mal ganz einfach ausgeführt. Wir brauchen einen Flugdurchführungsplan, den können wir uns selbst erstellen oder es gibt super Vorlagen, auch vom Luftfahrtbundesamt, was ich euch später zeige. Dann benötigen wir ein Kursdreieck, einen Taschenrechner als auch einen Stift, um die ganzen Daten natürlich aufzuschreiben. Also wie ihr seht, kein Hexenwerk und dies sollte eigentlich jeder Sichtflugpilot parat haben. So schaut nun der offizielle Flugdurchführungsplan VFR des Luftfahrtbundesamtes an. Ich bin ein sehr großer Fan von diesem Flugdurchführungsplan, denn ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr diesen gesamten Plan auf der Vor- und Rückseite durchgearbeitet habt, habt ihr theoretisch alle relevanten Dinge für euren Flug beachtet und könnt sicher und ruhig ins Flugzeug einsteigen. Auf der Vorderseite haben wir alle entsprechenden Informationen, die wir grundlegend während des Fluges brauchen. Und auf der Rückseite haben wir Leistungskalkulationen wie auch die Wetterberatung oder Nordenberatung, die in die Flugvorbereitung mit einfließen, aber während des Flugs nicht unglaublich relevant sind und wir die Daten auch während ruhigeren Phasen nochmal lesen könnten. Deswegen können wir ohne Probleme währenddessen die Seite umdrehen. So, wie schaut denn nun jetzt diese konkrete Planung aus? Wie sollten wir vorgehen? Als erstes überprüfen wir natürlich das Wetter. Ist das Wetter überhaupt gut genug zum Fliegen? Danach beschaffen wir uns Flugplatzinformationen der an- und abfliegenden Flugplätze, natürlich auch von unserem Alternativflugplatz. Hat er überhaupt geöffnet oder nicht? Weiter geht es dann mit Beschränkungen an dem Flugplatz als auch auf der Strecke. Gibt es irgendwelche Lufträume, die wir zu meiden haben? Zum Beispiel Restricted Areas oder Luftraum Charlie von großen Flughäfen oder auch Luftraum Delta? Oder planen wir vielleicht doch, durch diese Lufträume durchzufliegen? Wenn ja, müssen wir leider immer damit rechnen, dass uns der Durchflug abgelehnt wird und wir eine Alternativroute vorbereitet haben. Dies ist zum Beispiel auch die Arbeitsentlastung während des Fluges. Wenn wir den geplanten Durchflug nicht genehmigt bekommen, wir aber die Alternativroute umfassend geplant haben, dann sind wir davon nicht überrascht und können ohne Probleme unserem Alternativplan folgen. Danach führen wir, wie gesagt, die Streckenplanung durch, dann geht es weiter mit der Leistungskalkulation, wie viel Gewicht haben wir, wo liegt der Schwerpunkt des Flugzeuges und Start- und Landeberechnung, als auch die Kraftstoffberechnung, reicht denn überhaupt unser Sprit, beziehungsweise wie viel Sprit dürfen wir denn oder müssen wir denn überhaupt mitnehmen, um eine sichere Ausführung des Fluges zu gewährleisten. Nun möchte ich auf das grundlegende Zeitfenster des Fluges eingehen. Wenn wir keine VFR-Nachtlizenz haben, dürfen wir den Flug nur am Tag durchführen. Der Tag wird umrahmt, selbstverständlich, von der Nacht. Aber wo ist denn gerade die Trenngrenze zwischen Tag und Nacht? Hierbei handelt es sich um die bürgerliche Morgendämmerung bzw. um die bürgerliche Abenddämmerung. Es gibt verschiedene Arten der Dämmerung und die unterscheiden sich um mehrere Minuten. Die bürgerliche Dämmerung ist so definiert, dass, wenn wir nun den Horizont betrachten, die Mitte der Sonnenscheibe 6 Grad sich unterm Horizont befindet. Das definiert den Anfang oder den Ende der Dämmerung. Dies ist ungefähr 40 Minuten lang und kann auf vielen Internetseiten einfach eingesehen werden. Die Berechnung könnte man natürlich auch durchführen, ist aber ein bisschen komplizierter. Ich möchte euch einfach jetzt mal ein kleines Beispiel geben, warum es so unglaublich wichtig ist, auf die richtige Dämmerung bzw. auf die richtige Dauer des Tages zu achten. Ein kleines Beispiel. Wir möchten von Niederrhein im Westen Deutschlands ins schöne München fliegen. Dabei sehen unsere Planungen so aus. Der Flug soll am 10.08.2017 stattfinden. Die Startzeit wird 15.20 Uhr Zulu sein, zumindest geplant, und die Flugdauer beträgt ungefähr 4 Stunden. Wenn wir jetzt in Niederrhein sind, schauen wir einfach, wann der Tag losgeht. Um 5.33 Uhr, da werden wir mit der Startzeit überhaupt keine Probleme haben. Schauen jetzt aber einfach mal nach, wann beginnt denn die Nacht? Um 21.45 Uhr. Jetzt rechnen wir einfach mal. Der lokale Abflug wird um 17.20 Uhr sein, denn wir müssen 2 Stunden draufrechnen zur Zulu-Zeit, zur koordinierten Weltzeit. Rechnen 4 Stunden drauf,
Geplante Ankunftszeit ist um 21.20 Uhr und da die Sonne bzw. die Nacht erst um 21.45 Uhr beginnt, haben wir einen Puffer von 25 Minuten. Optimal. Ist es wirklich so einfach? Nicht ganz. Denn jetzt müssten wir uns einfach auch mal die Nachtbeginnzeiten von München angucken. In München geht der Tag ein bisschen früher los, dafür geht die Nacht auch früher los, nämlich 35 Minuten eher. Damit sehen wir kommen nicht 25 Minuten vor der Nacht an, sondern schon 10 Minuten in der Nacht. Und damit wäre unser Flugfenster nicht mehr gültig. Das sind Punkte, auf die man wirklich unglaublich aufpassen muss. Wie das zustande kommt, ganz einfach. Die Sonne wandert bekanntermaßen von Ost nach West und dementsprechend wird es auch im Osten früher hell und im Osten geht es dementsprechend auch früher oder wird es auch dementsprechend früher dunkel. So, fangen wir nun jetzt einfach mal mit den Flugplatzrestriktionen an. Dafür haben wir eine kleine Checkliste. Erstmal gucken wir einfach. Hat der Flugplatz überhaupt geöffnet? Gibt es bestimmte PPR-Regelungen? Das bedeutet Prior Permission Required und wir müssen uns mit dem Flugplatzbetreiber vorher in Kontakt setzen, ob wir überhaupt zu dem Zeitpunkt bei ihm starten oder landen dürfen. Gibt es eine gewisse Lärm- oder Mittagspause? Dies findet man besonders oft an Flugplätzen für Schulungsflüge, dass Platzrunden zum Beispiel am Sonntag nicht genehmigt sind. Wenn wir planen, an dem Flugplatz auch nachzutanken, ist unser Treibstoff überhaupt vorhanden? Und wie sieht denn eigentlich die Pistenkonstellation aus? Wie viele Pisten gibt es? Wie lang sind die? Wie breit sind die? Aus was für einer Beschaffenheit bestehen die? Das sind alles Informationen, die wir vorher einholen sollten. Hierfür hilft uns die AIP-VFA, in der wir natürlich die An- und Abflugkarte haben, beziehungsweise die Sichtflugkarte mit vielen Informationen. Und wenn wir in den allgemeinen Aerodrome-Teil der AIP gehen, erfahren wir weitere wichtige Informationen zum Flugplatz. Wir werden das später, wie gesagt, an einem konkreten Beispiel einfach mal durchgehen. Bis jetzt einfach nur gesagt, ihr findet eigentlich alles in der AIP dazu. So, dann ist natürlich auch das Wetter wichtig. Dabei haben wir drei schöne Punkte, auf die wir uns verlassen können. Wir haben das GAFOR, das META, das TAF. Wie ihr merkt, das Wetter liebt Abkürzungen. Das GAFOR steht für das General Aviation Forecast und teilt Deutschland in verschiedene Regionen ein, die wettermäßig zusammenhängen. Dieses GAFOR hat dann eine regelmäßige Aktualisierung und hat einen unglaublichen Nutzwert für uns, allgemeine Luftfahrtpiloten, deswegen steckt es ja auch im Namen GAFOR drin. Wir erhalten einen grundlegenden Überblick über die Wetter- und Wolkenlage, die 0-Grad-Grenze wird uns genannt, auch die Windvorhersage für bestimmte Flughöhen, wie gesagt schon die Bewölkung und ob Sichtflug überhaupt möglich sein wird. So, dann gibt es noch das sogenannte META. META steht für Meteorological Aerodrome Report und es ist eine Aussendung von den größeren Verkehrsflugplätzen per Funk, wo das aktuelle Wetter genannt wird, als auch der Trend, wohin das Wetter geht. Dieses META wird alle 30 Minuten aktualisiert, außer bei bestimmten Wetterlagen, wie zum Beispiel Gewittern in der Nähe, da wird es regelmäßiger aktualisiert. Dann haben wir noch das TAF, was auch von Flugplätzen herausgegeben wird. Das steht für Terminal Area Forecast und ist die Wettervorhersage für den dementsprechenden Flugplatz. So, hier sehen wir einfach mal so ein GAFOR. Hier links seht ihr die dementsprechenden Gebiete, die ich genannt habe. Die sind einmal nummeriert mit einem entsprechenden Namen. Was das für Gebiete sind, wo wir die genau finden, die geografische Abgrenzung, das finden wir wieder in der AIP-VFA. Wie das funktioniert, wie gesagt, werde ich in einem nächsten Video umfassend beschreiben. Dann haben wir hier die verschiedenen Zeiten von 12 bis 14, von 14 bis 16 und 16 bis 18 Uhr und wie das Wetter dementsprechend aussieht. Hierbei haben wir eine farbkodierte Anzeige. Und wie diese zu lesen ist, werde ich euch in einem weiteren Video erklären. Aber ihr könnt euch schon denken, gelb ist okay, grün ist gut und es gibt noch einen Punkt darüber, der wäre blau, das wäre super. Der nächste Punkt, die NOTAMs, unglaublich wichtig. NOTAM steht für Notice to Airmen und beschreibt Abweichungen zur AIP. Wie ich schon gesagt habe, es gibt besondere Regelungen oder besondere Verfahren, die nicht in der AIP stehen.
stehen. Und diese können dann über NOTAMs veröffentlicht werden. Woher erhalten wir denn aber unsere NOTAMs? Dafür hat die Deutsche Flugsicherung in Deutschland eine unglaublich praktische Seite herausgebracht, nämlich die dfs-ais.de. Wenn wir uns da registrieren, können wir das NOTAM Bulletin nutzen und geben da einfach all unsere Daten ein und er spuckt uns alle relevanten NOTAMs aus. So kann sowas dann aussehen, aber wie gesagt, auch dazu werden wir in einem späteren Video genauere Informationen bekommen. So, dann kommen wir mal zur Kursplanung. Dabei ist die Devise, der kürzeste Weg ist nicht immer der beste Weg. Wir haben bei der Kursplanung natürlich viele Dinge zu beachten, wie zum Beispiel bestimmte Funkfeuer. Wir können natürlich auch Funknavigation betreiben. Dabei ist es aber auch wichtig, dass wir markante Landschaftsmerkmale haben, wie zum Beispiel Autobahnen, Flüsse oder auch bestimmte Berge oder Funktürme. Es gibt viele Dinge, an denen wir uns beim Sichtflug selbstverständlich orientieren können. Auffanglinien, die wir haben, wie zum Beispiel, wie ich schon genannt habe, wie zum Beispiel Autobahnen oder Seen oder beziehungsweise Seen sind keine Auffanglinien, vielleicht wenn sie groß genug sind schon, oder auch Flüsse, als auch Luftraumbegrenzung oder umliegender Luftverkehr. Wenn der Luftraum natürlich sehr beschränkt ist, beziehungsweise wenig Platz ist zwischen großen Verkehrsflughäfen, müssen wir natürlich auch mit viel Luftverkehr rechnen. Dabei können wir überlegen, ob es uns das wert ist, eine erhöhte Luftraumbeobachtung vorzunehmen oder wir auf Strecken ausweichen, wo einfach ein bisschen weniger Verkehr ist. Als nächsten Punkt haben wir selbstverständlich auch die Höhenplanung. Diese hängt ab von Wind, Bewölkung, andere Lufträume, auch wieder der zu erwartende Luftverkehr und natürlich auch die Hindernisse. Selbstverständlich auch dazu natürlich noch ein ausführliches Video. Dann haben wir noch die Leistungsberechnung. Wir müssen berechnen die Startstrecke, die Landestrecke, als auch das Gewicht, denn wenn wir zu schwer sind, dürfen wir natürlich mit dem Flugzeug nicht fliegen, der dementsprechende Schwerpunkt, ob er sich in den Toleranzen befindet, als auch die Spritkalkulation, wie viel Kerosin oder Abgas wir denn eigentlich benötigen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen gewissen Einblick in die Flugvorbereitung geben und werde jetzt nun in der nächsten Videoserie ein grundlegendes Beispiel mit euch durchkalkulieren. Ich bedanke mich nochmal und bis zum nächsten Mal.